Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute am Freitag, The Games from Discmag. Ich habe hier die Game On Ausgabe 595, weil von dieser Game On haben wir bereits ein Spiel uns präsentieren lassen. Dieses Cover habe ich selbst gemacht, das ist ein Diskettenlabel, das habe ich selbst gemacht. Das gibt es noch nicht zu kaufen oder gab es noch nicht zu kaufen. Die Original-Disketten-Labels sahen in ungefähr so aus. So sahen die Original-Disketten aus. Da war das hier dabei. Das sind die Original-Disketten. Wunderschön, kann man sehen, nicht? Ja. Das hier zum Beispiel ist die Game-On-Ausgabe 692. Warum die kümmern uns, wenn wir soweit ist. Das hier ist die Game-On-Ausgabe 592. Quatsch. 595. Habe ich gerade ein bisschen Blödsinn gelabert. Mit Fotopapier habe ich mir quasi hier, ne? So, und dann gibt es zwei Spiele. Können wir hier gucken. Hier in der Anleitung, das ist schön, dass ich das gemacht habe, hier in der Anleitung, und zwar Rollover und Cyberball. Das sind zwei Spiele auf dieser Game On. Und ich habe ja bereits das Spiel Rollover gemacht. Und deshalb würde ich sagen, warum steht das eigentlich Ship? Besser. So. Wollen wir mal loslegen. Und wir starten quasi das wunderschöne Menü, denn wir wollen uns jetzt erst die Anleitung anschauen, um zu wissen, was wir überhaupt machen müssen. Ja. Oh, Gott sei Dank, heute ist der letzte Tag. Ich habe mich heute richtig mit der Fremdfirma angelegt. Wir waren heute richtig aneinander gerasselt. Weil er hat einfach mal Zeugs aus dem Aufzug rausgeschmissen, einfach so mittig in den Flur reingeballt. Was soll das? Was soll das? Habe ich gemacht, wollte ich später wegmachen. Habe ich gesagt, warum hast du es nicht gleich gemacht? Weil ich es nicht gemacht habe. Ich sag, warum nicht? Ah ja, weil. Habe ich gesagt, mein Enkelkind von 3 sagt das Wort weil. Da erwarte ich das. Und nicht von einem erwachsenen Mann. So. Wir gehen, also wenn ihr wissen wollt, zum Beispiel, wo ich das hier habe, das ist zum Beispiel hier bei dem Editorial unter Hallo. Da gibt es ja immer solche bestimmten Dinger. Und dann habe ich hier quasi, ich nehme das ja auf dem PC auf, und dann habe ich quasi mein Snipping-Tool genommen, also quasi die Drucktaste, also da habe ich das her, ne? Schön. Da habe ich das her, dann habe ich die Drucktaste genutzt. Also ihr da einfach nur die Drucktaste drücken, dann habt ihr das quasi in den Zwischenspalter euren gesamten Bildschirm. Den dann einfach unter GIMP hochladen oder unter einem anderen Programm diesen Bereich ausschneiden und den dann einfach ausdrucken oder einfach speichern und dann später ausdrucken. Mir läuft schon wieder die Nase. Sekunde. So, wird doch ziemlich kalt. Entschuldigung. Ja, aber... Die Pause-Taste bei OBS ist Gold wert. So, wir wollen aber zurück. Und zwar wollen wir uns die Anleitung anschauen zu dem Spiel Cyberball. Und, ja. Wie gesagt, Rollover. Guckt mal bitte in meiner Bezeichnung. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Video zu Rollover in der Beschreibung und das Video zur Game On 5 Dingenskirchens 95. Lies das doch einfach da. Hier, 5,95. Genau. Patrick, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Cyberball. Cyberball ist ein kurzweiliges Geschicklichkeitsspiel, mit dem ihr einen kleinen Ball von einem Startpunkt zu einem festgelegten Zielpunkt steuern müsst. Das ist aber natürlich nicht eure einzige Aufgabe, denn darüber hinaus müsst ihr noch alle vorhandenen Felder durch simple Berührung einfärben. Da gab es noch ein Spiel, das ich damals auch gesehen habe. Boah, wie hieß denn das wieder? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das habe ich sogar gespielt. Weiß ich nicht mehr. Das ist Wahnsinn mit dem Licht hier. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Es tut mir halt leid. Obwohl nicht mal alles hier, die Lampen leuchten nicht mal da in die Richtung. Das ist Wahnsinn. Naja, es tut mir halt leid. Aber das, wie gesagt, das hier ist wichtiger und, das da.
Ne? Das ist das Wichtigste. Das hier, das ist kacke. Das können wir auch so machen. Machen wir hier zu, weil das brauchen wir nicht. Also das ist alles unnötig. Das ist viel einfacher. Das ist viel interessanter. Gut, machen wir nicht, wenn man das jetzt auf. Ihr wollt natürlich auch meine Reaktion sehen. So, wenn ihr auf dem Spiel, auf dem Feld über das Wort Yo springt, ohne zuvor alle Steine eingefärbt zu haben, verliert ihr euer einziges, der ursprünglich... Verliert ihr eines, Patrick, der ursprünglichen 5 Leben. Nicht gerade viel. Durch alle 64 Level zu kommen. Ja, warum wohl 64 Level? Woran liegt das? Woran könnte das liegen, dass das nur 64 Level sind? Ich weiß nicht, ich komme nicht drauf, warum das nur 64, die Zahl 64 muss irgendwas... Naja, ich weiß ja auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, also ehrlich. Gespielt wird mit Joystick in Port 2. Intro lässt sich auch den Feuerknopf abdrücken. Ich glaube, das werden wir uns anschauen. Die Felder. Go! Auf diesem Feld wird das Spiel begonnen. Klingt logisch. Yo! Auf diesem Feld wird das Spiel beendet. Warum yo? Gut, Mitte der 90er. Blaues, leeres Feld. Dieses Feld hat keine größere Bedeutung. Es muss lediglich grau gefärbt werden, um den Level beenden zu können. Ich glaube, es gibt mehrere solcher Spiele, weil, wie gesagt, ich glaube, oder kann mich ganz schwach dran erinnern, schon mal so ein Spiel gespielt zu haben. Mit einer Figur. Aber nagelt mich bitte nicht darauf fest. Ich glaube sogar, das müsste in einem... Das müsste, glaube ich, in der Highscore gewesen sein. In der letzten Highscore, glaube ich, war das. Aber das kommt, wie gesagt, kommt mir bekannt vor. Orangenes Feld mit Pfeilen. Wenn der Ball über dieses Feld, Feld berührt, springt er automatisch in die durch die Pfeile symbolisierte Richtung. Patrick, schweres Wort. Grün-gelbes, wie viele Felder gibt's dann, bitteschön? Grün-gelbes Feld mit Buchstaben. Auch das noch. Auf diese Felder müsst ihr besonders aufpassen. Wer das Alphabet nicht beherrscht, hat es verloren. Diese Felder müssen nämlich in richtiger alphabetischen Reihenfolge angesprungen werden. Sonst erreicht ihr nicht den nächsten Level, sondern verliert ein Leben. Wenn ich das Wort aber jetzt nicht kenne. Ich frage für einen Freund. Orangenes Feld mit Sanduhr. Minus 1. Oder 1. Hier zählt das Timing. Denn sonst fällt der Ball in den Abgrund. Warte mal ganz kurz, ich mach mal kurz das Licht aus. So, besser. Ja, ich kann uns nur auch Tag. Auch da, das ist Wahnsinn, die Rollos sind unten. Meine Fresse. Entschuldigung. Ich muss wirklich gucken, dass ich die zweite Kamera hier an den Mann kriege, dass ich diese Kamera wieder als Hauptkamera nutzen kann. Das ist Wahnsinn mit dieser Kamera. Naja. Hier zählt das Zeichen. So. Diese Steine erscheinen nur kurzzeitig und verschwinden dann wieder. Ihr müsst im richtigen Augenblick abspringen, um das Feld zu erreichen. Wenn das Feld aber grau gefärbt... Grau gefärbt... Jetzt bin ich weg. Wenn das Geld aber grau gefärbt wurde... befindet es sich im Ruhezustand und verschwindet nicht mehr. Das bedeutet also, Felder könnten auch verschwinden. Aha. Oranges Feld mit Sanduhr 2. Das Feld sieht auf den ersten Blick wie das gewöhnliche Feld aus. Wenn ihr aber drauf springt, zerfällt es langsam und verschwindet für immer. Violettes Feld mit Dreiecken. Sag mal, was haben die alles mit den... Dieses Feld sollte so schnell wie möglich angesprungen werden... Aha, eine geile Tussi.
Wenn ihr nämlich zum Schluss anspringt, werden alle anderen Felder, die zuvor grau gefärbt wurden, wieder zu ihrem ursprünglichen Zustand gebracht. Das sorgt natürlich für erhebliche Zeitprobleme. Also sollten wir das violette Feld am Anfang oder in der Mitte anspringen? Okay, gut. Das war's dann mit der Anleitung. Also würde ich sagen, machen wir ganz einfach Let's Go. Und wir starten Cyberball. Gucken, ob wir es hinkriegen. Bitte Seite 2 einlegen. Das machen wir doch glatt. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich es liebe, mit Disketten zu arbeiten? Ich frage für einen Freund. Ich liebe mein Diskettenlaufwerk. Ich liebe es über alles. Und dank dem lieben 8-Bit-Flo, nochmals, habe ich 2. Klar, wäre natürlich schön gewesen, wenn mein drittes Laufwerk auch noch gegangen wäre. Aber Gott bewahre, der Mann kann keine Wunder vollbringen. Und wenn ich das Laufwerk so dermaßen zerflattern lassen, dass echt nichts passiert, dass er da nichts mehr machen kann. Ja, tut mir halt leid. Aber dafür kann er nichts. Wie gesagt, das war mein Problem. Und wie gesagt, ich bin jetzt gerade überlegen, wo meine andere Kamera ist. Da ist. Die werde ich also wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder anschließen. Die hier. Und damit quasi den C64 hier abfilmen. Und die hier werde ich wieder hier oben hinpacken, damit wir wieder ein ordentliches Bild haben, damit wir das mit den Problemen endlich mit diesem scheiß Licht auch vorbei haben. Apropos rararara. Was machen wir eigentlich am Samstag? Uns hat noch keiner angerufen. Am Samstag. Am Samstag machen wir ein C64 Spiel. Ich bin aber überlegen, was für eins ich mache. Hab da ein paar Stück in petto. The Art Project Studios. Cyberball. In 94, also in 94. Hoffentlich sieht das irgendjemand von den alten Programmierern. Grüße gehen raus. Game Design, SFX und Level Design bei Tufan Yüksel. Namen garantiert falsch ausgesprochen. Ja, Marc Teufel war auch dabei mit Graphical Artwork. Richtig cool. Funky Music hat die Musik gemacht und ja, Copyright beim CP Verlag. Benjamin Dudek, Andy Zink und der andere Name, den ich leider nicht aussprechen kann, tut mir leid. Axel Teichmann, Matthias Kran. Ja, ich hoffe, ihr habt es gelesen. Oh Gott, das sind ja einige. Ein Dank an die ganzen Leute und Grüße. Da war damals, glaube ich, eine richtig geile Szene. Sandy Meyer ohne Frau. Das finde ich ehrlich so, wenn ich den C64, muss man ja ganz gleich. Muss man so mal ein bisschen mal drüber nachdenken, obwohl, kann ich ja gerade während des Spiels machen. Wenn ich so an C64 denke oder andere Sachen, denke ich nie dabei, dass Frauen da mitgemacht haben. Get ready. Let's go. Sehr gut. So, Level 2, get ready. 60 Sekunden. Kriegen wir das hin? Sieht bis jetzt gut aus. Ich wollte gerade eine Abkürzung nehmen, Leute.
Yo, Level 3. What is that? Sind das die Dinger, wo Achso, da unten bin ich ja. Okay, da haben wir die mal. Das sind dann zerbrechbare Dingenskirchens. Wie soll denn das jetzt gehen? Warte mal, kann ich nochmal zurückspringen? Ich kann zurückspringen. Okay, dann ist es einfach. Einfach, ja, wir müssen halt immer, ne? Wir haben ja nur eine gewisse Zeit. What the fuck? Hier darf ich keine Fehler machen. Leichtigkeit. Leute, wo sind die schweren Level? Balumpen. Eine dumme, blöde Frage. Müssen die Zerbrochenen, also wir müssen die ja einfärben, aber die Zerbrecher, müssen wir die Zerbrecher auch machen hier? Wir haben 4 Leben, sehen wir ja. Aber ich glaube nicht, dass wir die zerbrechen müssen. Probier's mal. Nein. Also wir müssen die auch zerbrechen. Mhm. Hätte sein können, dass das vielleicht nicht so welche sind, aber... Nein, ich kann auch diagonal springen. Okay, ich kann auch diagonal springen. Das ist schön, dass ich das auch weiß. Okay. Ich denke immer nur, ich kann nur diese Richtung nachfolgen, aber nein. Ich kann auch diagonal springen. Ich glaube, das wird später interessant. Das wird später interessant. Was ist denn jetzt kaputt? Und nein, erscheinende Plattform. Ach komm, nein! Nein. Ah, stimmt. Die bleiben ja. Wenn ich sie einmal berührt habe, bleiben sie ja. Richtig, stimmt. Da war was. Okay. Hoffentlich kann ich nachher, wenn ich da mal ein Continue mache oder so. Nein, ich wollte gerade nein. Ah! So. Ganz kurz gucken. Komm, nur 18 Minuten. Komm, dann machen wir noch eine Runde. Noch eine Runde, Leute. Aber wir fangen wieder bei Level 1 an. Das ist kein Problem. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Also, ultra schweres Level hier, das muss man ganz ehrlich zugeben. Also, das ist ja Wahnsinn. Komm, get ready and let's go. Yo. Get ready. Auf geht's. Ich bin ready, mein Freund. Ich bin ready. Ready for fish. Komm her. Es macht Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es macht richtig Spaß. Da haben die damals, das ist ja 1995,
haben die richtig geile Spiele programmiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es macht auch, wie gesagt, es macht auch tierisch Fun. Welch ein schönes Spiel, ich mal wieder spielen darf. Oh, wir haben einen Punkt. Ich warte also mal auf einen Anruf von einem Schornsteinfeger, aber naja. Get ready. Okay, wir machen das dann ganz gemütlich. Wir frühstücken das ganz gemütlich hier ab. Wisst ihr, was jetzt schöner gewesen wäre, wenn das Go da oben und unten Aal, Goal. Ne? Klar nicht, ne? Wenn man versteht, was ich meine. Aber ich bin an diesen Plattformen, die verschwinden, bin ich gescheitert. Gut, einmal habe ich es halt ausprobiert, da war halt Hundsfotzen. Es ist aber ultra, ist ohne Witz, es ist richtig geil gemacht. Die Sprites sind geil, wenn das Sprites sind, sind die geil gezeichnet und ja, es macht unheimlich, es macht richtig Spaß, das Spiel. Wenn ich mit dem Diagonalspringen raus habe, macht das noch mehr Spaß. So, da haben wir unser Problem. Da haben sie wir. Da haben wir sie wieder, unsere drei Probleme. Aber diesmal habe ich es gelöst, meine Freunde. Diesmal habe ich es gelöst. Wir haben ja ein paar Sekunden Zeit. Wir können ja quasi. Ne? Und das ist fies, Alter. Das ist fies. Hau mir ab. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Das war echt fieses da, Alter. Ah, wir haben es auch gelöst hier. A, B, C, D, oh Gott. Ja gut, okay, ich hab's verstanden. In alphabetischer Reihenfolge. A, B, C, genau. Oh mein Gott, leck mich am Fuck, Alter. Okay, also, das wird jetzt nice. Wir haben 99 Sekunden, das wird Hammer. Okay, probier's. Dam, 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 da, dam, dam. Wir haben das A. B, C. Diagonal springen, Patrick, diagonal springen. Ich hätte es fast gehabt. Okay, okay, okay. Wir probieren es dann halt. Das macht Spaß ohne Ende, Alter. Ich glaube, ich mache es gleich wieder an Dira und werde dann gleich noch ein bisschen. Eigentlich wollte ich noch eine Folge. Wollte eigentlich noch eine Folge. Dingenskirchens gucken. Blacklist gucken, aber ich glaube, das lasse ich bleiben heute. Ich zock lieber das Spiel hier weiter. Boah, das ist ABCD.
Okay, A, B, C, D. Ah, es gibt nur 4 Buchstaben. Okay, gut, das kann ich noch verstehen. Das ist schlecht. Oh. So, das wird nice. Alles klar, gut. A, B, C, D, alles klar. So, dann kommt das hier. Und dann kommt bestimmt. Okay. A. C. Level 12. Haha. Bibidi. Okay, gut, das springt in diagonaler Richtung. Wenn ich hier runter gehe, dann da hoch, dann darüber, dann darüber, dann da, 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 okay. Okay, pass auf, wir versuchen mal was. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Das darüber, 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 das hoch, das rüber, das hoch, das rum, das da und dann springt er darüber und dann springe ich hier zurück. Das ist sehr gut. Ich bin in die falsche Richtung gesprungen. Ich wollte eigentlich nach links unten springen, da war jetzt halt ein bisschen falsch. Ich bin halt jetzt in die falsche Richtung gehupst. Seite, wenn ich das und dann darüber und dann darunter und dann da. Das ist klar, das wird eigentlich. Wir versuchen es mal andersrum. Wir versuchen das Ganze mal darüber. So. So. Gehen wir einfach mal das Ganze von der anderen Seite aus. Es wäre jetzt natürlich so auch gegangen, klar, aber da habe ich mich ein bisschen dumm dran gestellt. Ach, Level 13. Cool. Wie bitte? Das ist cool, da brauche ich nichts zu machen. Also, da kann man einen Kaffee trinken bei diesem Level. Ja, C64 spielt für mich das Spiel in Bomba. Was ist das da jetzt? Das. Okay, es sollte eigentlich theoretisch funktionieren. Ich muss eigentlich nur einmal den da und dann den da und dann den da. Und ab da geht es dann eigentlich von sich aus. Genau. Da hoch, da hoch, da hoch, da runter, da runter, da hoch, da hoch, da hoch. Ja, wunderbar. Läuft aber. Was sind dann so Level, die kann ich dann nicht scheiße. Ich muss jetzt wieder selber spielen. So eine Scheiße. Ja, aber jetzt kann da. So, dann bleibst du mal bitte schön da. Dankeschön. Ich frage jetzt für einen Freund, aber wie soll ich denn jetzt darüber kommen? Es erscheint hier sonst nirgendwo eine Plattform. Wie bitteschön soll ich jetzt darüber kommen? Ich bin ganz ehrlich, ich raff das jetzt gerade nicht. Frage für einen Freund. Wie soll ich diesen Level lösen? Ich komme nicht rüber.
gut, wie gesagt, aber da werde ich mich jetzt noch hinten dran setzen. Ich will diesen Level lösen. Danke euch jedenfalls fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und danke an diese ganzen Designer von Cyberball. Zu finden, wie gesagt, auf der Game On Ausgabe. Auf der Game On Ausgabe 595. Ja. Cyberball. Zu finden bei MagicDisc64.com. Oder. Ja, ich meine MagicDisc64.com. Da findet ihr nämlich alle Diskettenmagazine. Und ich gucke, dass ich dieses Spiel einzeln noch finde von c64games.de und dann könnt ihr nämlich das alles downloaden. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Patipatul. Bye, bye.